Wenn du mit einer Frau sprichst, kennst du diesen Moment, wo sie auf einmal viel interessierter ist? Es macht auf einmal und ihre Augen werden größer und ihre Augen leuchten und sie ist total investiert. Es ist nämlich verdammt wichtig, dass du diesen Punkt erkennst und weißt, wie du diesen Punkt erreichst. Ein ganz häufiger Fehler, den viele Männer machen, ist, sie geben sich Mühe, sie wollen eine Frau kennenlernen, sie gehen auf sie zu, geben richtig Gas, wollen sich von ihrer besten Seite präsentieren und es gelingt ihnen im ersten Moment vielleicht sogar. Die Frau ist auch erstmal so, oh wow, okay, wer ist der Typ? Interessant. Und dann so mit der Zeit machen sie immer weiter und weiter und machen den Spaß und die Action und lassen sie gar nicht zu Wort kommen und ersticken somit auch wieder die gesamte Anziehung. Du kannst dir das ein bisschen so vorstellen wie ein Lagerfeuer. Du musst es erstmal anfeuern, anfächern, damit das anfängt zu brennen. Das ist, wie du versuchst, diesen Punkt zu erreichen, wo sie auf einmal interessierter ist und mehr investiert in das Kennenlernen. Wenn du dann weitermachst und die ganze Zeit weiter Wind zuwächerst, dann geht dieses Feuer wieder aus und das musst du unbedingt verhindern. Deswegen musst du es erkennen. Wenn du merkst, die Frau beginnt, sich so ein bisschen reinzulehnen, ihre Augen werden größer, ihre Stimme geht ein bisschen nach oben oder sie wirkt generell einfach viel investierter und interessierter. Du merkst so, sie wäre jetzt traurig, wenn du jetzt auf einmal gehen würdest. Sie gibt sich Mühe in dem Gespräch, dann musst du aufhören und chillen. Dann ist das Investment von der Seite, wie viel ihr euch unterhaltet, wieder 50-50. Ihr connectet jetzt, ihr führt Gespräche über die verschiedensten Themen. Du musst nicht mehr die ganze Zeit machen, tun und dies und jenes erreichen, sondern dich wirklich mit der Frau connecten, eine schöne Verbindung mit ihr haben. Wenn du das kannst und nicht die ganze Zeit im Tun sein zu müssen, weil du vielleicht auch denkst, du bist sonst nicht gut genug, wirkt das auch unglaublich attraktiv. Und wenn du es richtig machst, vergeht die Zeit in dieser Phase auch wie im Flug. Wichtig ist natürlich auch, wie erreichst du diesen Punkt überhaupt? Vielleicht sprichst du auch Frauen an, hey du, hi, ich habe dich gerade gesehen, so, bist mir irgendwie aufgefallen. Sie macht, ja, will nicht mit dir reden. Das ist natürlich auch blöd. Also du musst diesen Punkt natürlich erreichen. Und dafür kannst du ein bisschen so die Metapher nehmen, es ist ein bisschen wie Schiffe versenken. Wenn du die Frau ansprichst, vor allem im Club, dann probier mal verschiedene Energien aus. Sei mal ein bisschen motivierter, dann sei vielleicht wieder ein bisschen ruhiger, immer noch authentisch. Ja? Du hast ja viele verschiedene Seiten. Dann redest du einmal über dieses Thema, dann über ein anderes Thema und du schaust einfach, wann sie interessiert wird. Mach aber nicht den Fehler, dass du dir jetzt denkst, es ist so schwierig, diesen Punkt zu erreichen. Es geht einfach ganz normal, entspannt, nebenbei, oft auch schon so in den ersten Sekunden. Manchmal sprichst du sie an und sie ist sofort da. Manchmal dauert es auch 2 Minuten, aber es ist nicht 10 Minuten lang Gas geben, das probieren, das probieren. Das ist es nicht, vor allem wenn du verschiedene Dinge ausprobierst. Ein Fehler, den viele Leute machen, ist, sie sprechen eine Frau an mit einer gewissen Sache, mit einem Thema, was sie probieren, das funktioniert nicht und dann bleiben sie die ganze Zeit bei dem Thema und drehen sich hier die ganze Zeit im Kreis. Das ist wie wenn du bei Schiffe versenken immer wieder das gleiche Feld nennen würdest, obwohl du weißt, da ist nichts und du hast es schon 10-mal probiert. Macht keinen Sinn. Probierst Verschiedenes, dann erreichst du den Punkt, erkennst, dass du den Punkt erreicht hast, weißt noch wie, Stimme geht hoch, Augen, sie ist investierter und dann gehst du in die Kennenlernphase und dann hast du einfach eine coole Zeit mit ihr. Kein Stress, alles entspannt. Und dann ist nur noch wichtig, dass du das Ganze auch zum Abschluss bringst. Das heißt, je nach Situation Handynummern austauschst, sie mit nach Hause nimmst, sie küsst und so weiter. Und wenn du das dann alles machst, dann stehst du eigentlich sehr gut da. Und das ist ganz wichtig, dass du eben weißt, hey, es gibt diesen Punkt, wie erreiche ich diesen Punkt, aber ihn dann auch erkennst, um nicht weiter die ganze Zeit was zu machen. Weil sonst bist du nur dieser Clown und da hat sie dann auch keinen Bock drauf. So erreichst du das, so hast du mehr Erfolg mit Dating und wie du richtig viel Erfolg im Dating hast, erfährst du bei mir im persönlichen Training. Schau mal in den Link in die Videobeschreibung, da kannst du dich anmelden. Wir hören uns, dein Fabian. Ciao.